Wir waren noch nie im Autokino. Dann haben wir gesagt, dann probieren wir das mal. Eine Alternative in Corona-Zeiten, der richtige Riecher. Wir sind hier, um einfach noch mal was Neues zu unternehmen bei der ganzen Zeit, einfach damit einem nicht so viel die Decke auf den Kopf fällt. Also es ist echt eine gute Sache, es ist auch mal Abwechslung, also wir haben uns richtig drauf gefreut heute. Wird für den Herrn Hausmann natürlich auch eine ganz neue Erfahrung sein. Ja. Ne? Das Publikum ist neu, ich sehe es auch kaum und dass man vor Autos auftritt. Und wenn man im Karneval aufgetreten ist, über hunderte Sitzungen, dann ist man ja doch schon mal gewöhnt, dass man keine Resonanz bekommt und man nimmt es dann nicht so persönlich. Abend zusammen. Ja, vorige Woche bin ich gefragt worden, heute bin ich schon hier. In diesen Zeiten erstmal ein Dankeschön, dass überhaupt was stattfinden darf, oder? Wir sind doch froh, dass wir zu Hause rauskommen. Und dann hat mir gesagt, du kriegst wohl keinen Beifall. Ich sagte, so waren die ersten 5 Jahre im Kabarett sowieso. Da bin ich jetzt lachen doch einige Sisse. Und es ist direkt neben dem Friedhof. Ich sage, das ist auch real, wenn nur überhaupt was stattfindet. Und wir freuen uns, und es ist so heute Abend, das Fernsehen ist auch da, seht ihr hier, der WDR. Die nehmen das auch auf. Ich soll jetzt sagen, zu den Sicherheitsvorschriften. Wenn ihr einen im Auto sitzen habt oder eine Frau, die nicht drin sitzen soll, wenn das im Fernsehen kommt, jetzt könnt ihr noch wechseln, ne? Sonst ist es zu spät. Und wir haben das auch so aufgestellt, das seht ihr am System, also selbst wenn es einem nicht gefällt, vor 8:30 kommt er hier nicht raus. Ist schon komisch, ne? Ich meine, im Karneval ist man das gewöhnt, wenn du nach 3-4 Stunden auf einer Herrensitzung auftrittst, ist dieselbe Stimmung wie hier, ne? Nur ohne Autos. Ihr müsst jetzt mal mit Licht hupen, dass ich mal sehe, wie das, ja, genau. Richtig, ja. Sei noch, der macht doch Scheibenwischer, ist er ja. Und dass man überhaupt in diesen Zeiten jetzt, wer hätte das gedacht, wenn sie uns das vor ein paar Monaten gesagt haben, ihr steht mit eurem Auto in Eschweiler auf einem großen Platz und freut euch, dass ihr einem mit der Lichthupe zuwinken dürft. Und wir haben all die Monate jetzt oder Wochen, die hinter uns liegen, haben uns ja so, ja, gefreut, wenn wir Klopapier kriegen. Also wir haben so gekauft, wir haben Klopapier bis 2025. Die ganze Zeit nur noch Corona, man ist froh, wenn man wieder mal, man hat mich gefragt, darf man in der Zeit überhaupt lachen? Ich sage dazu, man muss in der Zeit lachen, sonst übersteht man die Zeit ja nicht. Und heute Abend können wir ja auch ein bisschen würdiger sein. Wir lichthupen jetzt auch mal für all die, die in den Zeiten besonders viel geleistet haben. Jetzt sind ein paar Ärzte hier, ein paar Pflege, ja genau, ein paar Pflegedienste hier, die in dieser Zeit geholfen haben. Aber wir haben ja schwere Zeiten hinter uns. Ne? Die Kinder sind zu Hause geblieben. Ich meine, es ist ja schon schwer, wenn man dann als Ehepaar oder Paar ständig zu Hause ist. Man sagt ja, wir sind ja eine Familie, aber morgens um 9:30 müssen denn dann alle zu Hause sein? Ne? Und dann fängst du an, du musst dich ja irgendwie beschäftigen. Ich meine, wir sind beide Lehrer, wir mussten dann die Kinder zu Hause unterrichten. Und das ist das Schlimmste, was es gibt, die eigenen Kinder unterrichten. Denen kannst du ja noch nicht mal sagen, ihr seid so doof wie eure Eltern. Ja, jetzt wird gelacht, siehst du da. Obwohl es stimmt, ja, da hinten ist auch einer, der das verstanden hat, ne? Obwohl es stimmt. Und dann ist das ja die Generation, die Kinder alle, die sind alle digital erzogen. 3DS, Switch, Handy. Und dann sollst du die beschäftigen mit Mensch, ärgere dich nicht. Mit Halma, mit Monopoly. Wir haben Marathon an Spiele gemacht. Ich habe 3x Aachen gekauft und wieder verloren. Und du hast die Schnauze voll. Du hast nachher, sagst du nur noch, ihr könnt jetzt zocken, ihr könnt jetzt spielen, was ihr wollt. Es ist mir real, du musst ja auch selbst überleben. Wir haben sämtliche Vorräte, ihr kennt ja Bofrost. Das sind ja die letzten Vertreter, die noch an der Tür vorbeigehen. Ich kannte den vorher ja nicht, aber meine Frau hat gesagt, wenn es nachher klingelt, die war beim Friseur, das ist der Bofrostmann. Es klingelt, mal auf, war das ein Zeuge Jehovas. Aber das siehst du ja nicht. Ne? Der sagt zu mir,
die Welt geht unter, das Himmelreich ist nah. Da reden Sie sich nicht auf, dann zweimal Pizza Margherita. Seien wir ehrlich, wir haben noch alle mehr Alkohol getrunken, oder? Was willst du denn machen? Du kommst ja nicht drüber hinweg. Und ich sage es hier mal klipp und klar, ein Virus, Corona, das den Namen eines Bieres trägt, das muss auch mit einem passenden Impfstoff bekämpft werden, oder? Und das hat ja jeder von euch schon mal erlebt. Wenn er früher auf eine Familienfeier reinkam, da wurde gesagt, Jung, was bist du groß geworden? Ja, dann Angel, ich bin ja auch schon 55. Ja, und das Erste, woran man sich erinnern konnte, früher auf Familienfeiern, die sind ja inzwischen auch verboten, noch, ne? Das waren die Tanten, könnt ihr euch noch erinnern? Solche Geschwader von Tanten. Die kamen dann auf einem zu und haben einen gedrückt, haben gesagt, Junge, komm mal bei der Tante, da hat sie Angst vor einem Schwitzkasten. Ne? Und du durfst dich nicht einfach wegbewegen. Und du hast auch, wenn du die Tanten umarmt hast, die hatten so einen eigenen Duftcode. Da geht es wieder um die Körperhygiene. So einen eigenen Zahlencode für den Körperduft. 4711. 4711. Ne? Luxusversion. Tosca, ne? Dann wurde das Parfüm aus dem Flakon gesprüht oder die hatten in der Tasche so Erfrischungstücher, 4711. Es gab Erfrischungstügelchen und Erfrischungsstäbchen von Sprengel. Die gab es in Orange oder Zitrone. Ne, die schmeckten besser als die Erfrischungstügelchen. Und wenn du als Kind reinkamst auf so eine Familienfeier, könnt ihr euch noch erinnern, das war nicht wie heute. Wenn die heute reinkommen, die Jugendlichen, wenn sie überhaupt was sagen, sagen sie, Dann sagst du schon, oh, der ist aber höflich. Ne, wenn du früher reinkamst, dann musstest du sagen, guten Tag, liebe Tante, gib der Tante schöne Händchen. Ne? Oder du musstest ein Knickschen machen oder einen Diener. Und dann sagten die Eltern, könnt ihr euch noch erinnern, das war das Schlimmste für uns, der kann schön Gedichte aufsagen. Und dann sagt, nein, ich will nicht. Ja, der fremdelt noch, der tut sich noch schwer, der muss noch warm werden. Und dann halfen die Eltern dir aber. Ne? Die sagten, du sagst jetzt was auf, sonst hast du Pech. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und in der goldenen Herbsteszeit, die Birnen leuchteten weit und breit. Da kippte der Ribbeck sich einen hinter die Birne und brannte durch mit einer Dirne. Hey, so haben wir das aber nicht beigebracht. Ich bin noch nicht fertig. Da sagte Frau Ribbeck, ganz runtergepäppelt, das Furtloch hat mich mit Birnen veräppelt. Beifall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das vorige Woche zugesagt habe, man ist ja im Moment froh, wenn überhaupt was stattfindet. Man macht ja inzwischen schon Klopapiermeisterschaften, dass man mit den Nachbarn tauscht, die Sorten tauscht und mal da was draus baut und so weiter. Ich habe mich gefreut auf die Veranstaltung, aber ich habe es mir so schön, wie es heute ist, nicht vorgestellt. Das finde ich toll, dass ihr hier seid. Herzlichen Dank. Und das ist ja so im Auto, das ist ungewohnt. Ich war also selber ein einziges Mal in einem Autokino, das ist schon über 40 Jahre her. Einige sind heute Abend, habe ich gehört, das erste Mal im Autokino. Autokino war ja früher auch so, dass man sich, sagen wir mal, näher kennenlernte. Und mit dem Autofahren, das kennt ihr ja. Es hat so eigene Gesetze, vor allen Dingen, wenn man als Paar oder als Ehepaar im Auto ist. Dass einer immer meckert. Ne, früher gab es ja auch noch kein Navi. Früher war es Navi, die Ehefrau. Ne, die hatte dann die Karte in der Hand. Ne? Und dann kam immer, das ist aber schlecht gemacht hier. Das steht ja verkehrt herum. Was heißt das hier? Wir sind in Nob. Das ist nicht Nob, das heißt Bonn. Ne? Und heute hast du ja auch, dass man über den Spritpreis, ich meine, im Moment sinken sie etwas, aber dass man über die Spritpreise schimpft, das sagt ein Bekannter, dann nimm dir doch ein Elektroauto. Ich sage, das fehlt mir noch. Ich bin schon froh, wenn ich nicht mit dem Rasenmäher immer über die Schnur fahre. Stell dir das vor, mit dem Auto. Und dann kennt er das ja, wenn du was am Auto hast. Ich bin ja hauptberuflich Lehrer, wenn du dann in die Werkstatt kommst. Die freuen sich, wenn sie einen Lehrer sehen. Ne? Wenn du dann ankommst, hilflos, ja guten Tag, Bäckers. Ich bin Lehrer, ich habe was am Auto.
Ja, was haben Sie denn am Auto? Ja, der springt nicht an. Ja, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Können Sie das bitte mal vormachen? Ja, wenn ich den anmache, dann macht der Ja, da tut mir leid, da kann ich selber nichts zu sagen. Warten Sie mal, ich rufe mal einen Kollegen. Kommen Sie, Helmut, hier ist ein Lehrer, der kann gut Autos nachmachen. Ja, Entschuldigung, ich habe gehört, Sie haben einen schweren Fall. Können Sie bitte noch mal nachmachen? Ja, wenn ich den Wagen anmachen will, dann macht der Da kann ich nichts zu sagen, da muss ich einen Meister rufen. Chef, kommen Sie, wir haben wieder einen Lehrer, das wird lustig. Ja, hören Sie mal, ich habe mir gehört, dass Sie Ihr Wagen nicht anspringen, aber ich muss es selber hören, sonst kann ich nichts dazu sagen. Machen Sie es bitte nochmal vor. Ja, wenn ich den anmachen will, aber ich will eigentlich ja nicht mehr. Dann macht der Chef, was meinen Sie dazu? Ja, der Wagen kriegen wir wieder hin, aber der Lehrer muss ins Krankenhaus. Und das war ja auch früher so, wir haben ja schon über die Hygiene gesprochen, die Körperpflege. Das war ja früher nicht so kompliziert wie heute. Ich habe ja nicht so viele Mittel, wenn ihr euch erinnern könnt. Früher gab es nur Nivea und Penaten. Nivea für vorne. Ne, und Penaten ging uns ja als Kinder am Arsch vorbei. Ne, das war die einzige Körperpflege, die man hatte. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, ne? Die einzige Körperpflege, die man hatte, und es gab ja auch nur einen Körperpflegetag, Samstag. Samstag wurde gebadet, alle in ein Wasser. Da war es schon Wellness, wenn du als Letztes in die Bütt kamst. Ne? Und inzwischen war es dann so, du kamst in die Badewanne rein und dann kriegst du gesagt, ich weiß das noch von meiner Mutter, Jung, wenn du jetzt lieb bist, dann darfst du nachher noch im Bademäntelchen oder Schlafanzügelchen Fernsehen gucken. Ne, Samstags war der große Fernsehtag. Da war ja auch so der Kampf zwischen ersten und zweitem Programm. Im ersten Programm lief die Sportschau mit Ernst Huberti. Der hatte links die Haare bis über das Knie wachsen lassen und die dann komplett rübergekämmt. Ne? Und im zweiten lief Daktari, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und Daktari, das heißt eigentlich nur Doktor, das war ein amerikanischer Tierarzt im afrikanischen Busch. Und der Löwe, könnt ihr euch auch noch daran erinnern, der Clarence, der schielte. Ne? Die hatten früher einen Löwe, der nicht richtig gucken konnte, so war das heute Bundestrainer. Ne? Und dann die Affen, Judy, könnt ihr euch noch erinnern, ne? Der Affe von Tarzan hieß ja Cheetah. Aber die Affen kannten sich untereinander, die tauschen immer sich aus über WhatsApp. Ne? Es gab immer schon Tiersendungen im Fernsehen. Ganz früher Rintintin, dann anschließend Furi, Mr. Ed, das lachende Pferd, vielleicht kennen den auch noch einige, der hat nachher Prinz Charles geheiratet. Kommt noch einer, ich mach das wohl, jetzt sind wir uns von vorne. Also das ist zu anstrengend, oder? Dann machen wir eben bis 22:30, ist ja auch real, ne? Also herzlich willkommen zum Autokino, meine Damen und Herren. Und heute gab es auch immer Tierserien, aber auch Tierarztserien. Früher gab es alle meine Tiere mit Gustav Knut, ne? Und heute gibt es Tierärztin Dr. Mertens. Und dann siehst du dann, wenn die im Wartezimmer sitzen, die sind immer alle sehr aufgeregt. Die Herrchen und Frauchen sind aufgeregt und die Tiere sind aufgeregt, weil sie nicht wissen, ob sie privat versichert sind. Ne, und dann ist jeder so nervös und dann kommt noch ein Notfall rein. Herr Doktor, hier ist eine Eintagsfliege mit Herzinfarkt. Kommen Sie morgen wieder. Was haben Sie denn? Was ist das da für ein Hund? Das ist ein Bernhard Wiener. Was kann der denn? Der kann ja nichts. Der liegt den ganzen Tag auf der Couch und ist am Seevon. Da hätte ich auch meinen Mann behalten können. Was haben Sie da? Ja, ich musste mal, ich hätte ja eine Auskunft. Gibt es eigentlich auch Sehhilfe für Tiere? Da müssen Sie mal eine Brillenschlange fragen. Nee, jetzt mal ohne Blödsinn.
Mein Hund, der sieht nicht mehr gut. Ja, das ist ein gutes Thema. Meine Frau auch nicht. Die hatte jetzt die erste Gleitsichtbrille. Da kommt die ja nicht mit zurecht. Die ist mir gestern im Flur die Treppe runter entgehen geflogen. Ich konnte gerade noch auf Seite springen. Ne? Und dann ist sie zum Augenarzt gegangen und hat gesagt, Herr Doktor, ich komme mit der Gleitsichtbrille nicht zurecht. Da hat er gesagt, haben Sie es denn mal mit Linsen versucht? Ja, sagt sie schon, aber wenn ich futze, ist ja nicht besser. Wir haben ja in unserer Sprache, ein bisschen müssen wir auch Sprache heute Abend machen, der bestimmte Artikel heißt da, de und ön. Ne? Der Mann, die Frau, ö, Kind. Oder eine Mann, eine Frau, ein Kind. Da kannst du einen ganzen Satz sagen, ohne einen Buchstabe auszusprechen. Ne, wenn du sagst, der Junge hätte ja an der Schnuller, jibbemmem. Und so haben wir auch bestimmte Ausdrücke in der Sprache. Ein Teilchen, das ist Gebäck für Besuch, für dem einem Kuchen zu schade ist und ein Plätzchen zu geizig wirken würde. Da wurde Kaffee getrunken und dementsprechend waren noch die Gespräche. Wie ist es zu Hause? Ach, du kennst ihn doch. Mein Mann hat ein Bein kürzer wie das andere. Ja, da musste man die Seite von der Bordstein gehen lassen. Mein Mann hat sich jetzt selbstständig gemacht. Er hatte vorige Woche das letzte große Geschäft. Ja, meiner müsste auch noch mal. Bei den Männern ging es kürzer zu. Ne? Wenn du reinkamst, du kriegst sofort ein Bier oder einen Schnaps aufgedrängt. Und es wurde überall geraucht früher. Könnt ihr euch noch erinnern, auch im Auto. Habe ich jetzt noch dran gedacht, wenn man so alte Fernsehfilme sieht, überall wurde geraucht. Wenn du als Kind in die Erwachsenenzimmer kamst, alles war blau geraucht. Wenn du dann hustest, dann wurde gesagt, du hustest, ja matt, dass du rauskommst. Ne? Da wurde keine Rücksicht drauf genommen. Bei den Männern ging es kürzer zu. Wie jede deine Frau, ist mir scheißegal. Ich hab sie gestern getroffen, ja, aber leider nicht richtig. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Am Bütchen hier. Ich habe das Lehrjut zurückgebracht und mich in meine Frau verliebt. Besser wäre umgekehrt gewesen. Ihr wart doch jetzt noch zusammen in Urlaub. Ja, das war der schönste Urlaub, seitdem wir zusammen sind. Wo war er denn? Ich in Bayern und sie in Mallorca. Ne, und getratscht wurde ja überall. Man lag auch früher in den Fenster, könnt ihr euch noch erinnern? So auf das Kissen oder wenn der Bettwäsche morgens zum Lüften rausgehängt wurde, dann legtest du dich da drauf und dann wurde gepratscht, wie man in unserer Sprache sagt. Guck uns, was das Ede den dicken Furt gekriegt hat. Da hat er zu mir gesagt, das ging zum Reitturnier. Ich dachte, als Zuschauerin. Guck uns, der von nebenan, der ist auch wieder besoffen. Kannst du mir sagen, wofür der so viel trinkt? Ich glaube, bei der Frau ist das die beste Lösung. Ja, der eine klatschen, die anderen haben die Frauen dabei, ne? Und hören Sie, Blumen, die werden dies Jahr ja nicht. Sie geranien, die gehen ja nicht an. Ne, wir müssen da eine neue Mischung machen. Ich habe gelesen, man muss da in den Topf ein Viertel Erde, ein Viertel Kies, ein Viertel Sand, ein Viertel Wasser und ein Viertel Dünger. Das sind doch 5 Viertel. Ja, da müssen wir eben einen größeren Topf nehmen. Und dann, ja, die Kindergeburtstage, die wurden noch klassisch gefeiert. Das kennen wir alle noch, so mitzuspielen. Du durfst ein paar Kinder einladen, nicht zu viel. Ne, der wurde zu Hause gefeiert mit Schokoladenwettessen. Sahne-Wettessen, Mohrenkopf-Wettessen, da hätte sie heute das Jugendamt und das Gesundheitsamt da stehen. Früher war das ideal, ne? Und dann spielte man Hänschen Pieps einmal, ne? Kennt ihr noch, wir spielen nicht nachher mal, ne? Oder armer schwarzer Kater, da musste einer so Jeck-Miau machen, dass der andere anfing zu lachen, ne? Da habe ich jetzt meinem Sohn vorgemacht. Miau, armer schwarzer Kater, sagte, geil, Alter, das kannst du mir downloaden. Ne? Ja, das ist halt so, das ist eine ganz andere Generation. Ich habe mich auch anfangs mit den Computern schwer getan. Ich bin ja von Natur aus und von der Ausbildung Lateinlehrer, da schickst du SMS und WhatsApp noch per Marmortafel. Ne? Und ich habe mich erst langsam an die Computer rangetastet. Ich habe anfangs, wenn ich mit der Maus gearbeitet habe, habe ich die Katz weggeschlossen.
Und nachher habe ich mich langsam dran gewöhnt. Ich habe dann das CD-Laufwerk auffahren lassen, habe dann Scheibschinkenwurst reingelegt, habe es wieder zufahren lassen, habe meine Frau gerufen, habe wieder auffahren lassen. Ich sage, gucken Sie da, wir haben eine E-Mail von der Metzger. Ich meine, im Moment war ja durch Corona 5, 6 Wochen inzwischen keine Schule. Ne? Meine Kinder waren anfangs richtig begeistert. Mein Sohn hat direkt gesagt, super, 6 Wochen Osterferien, 6 Wochen Sommerferien, hallo Oktober, du kannst wieder kommen. Ne? Das ist ja heute in der Schule, wenn du früher in der Schule zu spät kamst, da sagtest du zum Lehrer, Entschuldigung, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ne, das gab es früher. Wenn heute ein Schüler zu spät kommt in der Schule, der sagt, hey Alter, hast du schon angefangen? Dann sagt der Lehrer, Entschuldigung. Ne, wir schimpfen halt immer, wir Lehrer, wir sagen, das ist die dümmste Generation, die wir je gehabt haben. Generation doof. Die können nichts. Und dann siehst du auf dem Elternsprechtag der Eltern kommen. Und dann bist du schnell zufrieden. Da sagst du, für die Eltern geht es noch, ne? Eine Mutter kam zu mir, die sagte, Sie müssen entschuldigen, mein Kind ist nicht faul, sondern nur doof. Ich gebe mir die größte Mühe. Sag ich, glaub, dass Sie sich Mühe geben, nur beruhigen Sie sich bitte, Ihr Kind ist auch nicht so doof wie Sie. Sagt sie, meinen Sie das denn? Ich sage, Ihr Kind ist ja nicht hier auf der Schule. Und da saßen zwei Mütter, da sagt die eine, unser Sohn ist so schlecht in Englisch, wir wollten ihn schon mal als Opermädchen nach Paris schicken. Da sagt die andere, das bringt nichts. Paris liegt nach dem Brexit ja nicht mehr in England. Wobei England ist ja auch ja kein Vorbild. Guckt euch das doch mal an, selbst jetzt in der Corona-Krise. Aber auch vorher nicht. Der Einzige, die da wirklich noch die Stange hält, ist die Queen. Und auch Charles ist immer noch nicht König. Der ist jetzt 72. Ne? Und die hat zudem gesagt, Jung, du wirst bald König. Wohl nur bei den Schützen in Eschweiler. Und ihr kennt das ja alle, den Unterschied zwischen Schützen und Karnevalisten. Ne? Die machen ja immer so Witze übereinander. Wenn du uns Karnevalisten fragst, was sind Schützen, dann sagen wir, Schützen sind Jäger, die aber auf Holzvögel schießen. Und wenn sie die erschossen haben, sind sie so stolz, dass sie sich König nennen und ziehen mit Marschmusik durch den Ort. Das ist dasselbe, als wenn du dich in Aachen in der Fußgängerzone stellst, schießt mit den Harpune auf ein Fischbrötchen und wenn du das erschossen hast, lässt du dich beim Rhein in Flammen als Hochseeangler feiern. Denn ich meine, das ist ja sowieso in unserer Gegend, das ist ja auch alles viel eine Frage der Sprache. Auch bei der Kleidung. Ne? Man sagt ja in unserer Sprache zum Beispiel, wie jetzt, wenn es im Frühjahr übergeht oder im Sommer, einen Mantel für den Übergang. Das versteht in Deutschland keiner. Ne? Wenn du in Hannover sagst, ich hätte ja einen Mantel für den Übergang, dann sagen die, hätten sie noch ja ein paar Schuhe für die Unterführung dabei. Und normalerweise ist es ja so, ihr sitzt ja heute alle im Auto, selbst wenn es geregnet hätte, wäre es ja egal gewesen. Aber ihr kennt das ja sonst, wenn man als Ehepaar rausgeht, wenn man anfangs verheiratet ist, als Ehepaar ist die wichtigste Frage, liebst du mich? Denn wenn man länger verheiratet ist, ist die wichtigste Frage, muss man eine Schere mitnehmen? Und das kannst du als Mann nur verkehrt machen. Ne? Nimmst du keinen mit und es fängt an zu regnen, ja danke, das habe ich dir zu verdanken. Nimmst du einen mit und es regnet nicht, du bist der einzige Idiot mit einem Schirm hier. Stell dich bloß hinter mich. Denn wenn du den Schirm bei hast, ist dann die Gretchenfrage, wann darfst du ihn aufmachen? Das ist auch immer verkehrt. Ne? Willst du zuvorkommend sein? Oh, es regnet, soll ich den Schirm aufmachen? Wie in der paar Tropfen. Wie viele Tropfen dürfen es denn sein? Und wenn du ihn aufmachst, ist es wieder verkehrt. Ja, so wie du ihn hältst, kann ja direkt durch den Rehen laufen. Hauptsache, der Herr ist trocken. So, wir waren jetzt mit 6 Gehlbrüdern in Wien, vor der Corona-Krise. Und ihr kennt das ja, die Wiener, die sprechen ja so langsam und die haben andere Ausdrücke. Wir waren da in einem Café, ne?
Ich sage, 4 Kaffee bitte. Sagt die Kellnerin, mögen Sie einen Einspänner? Nee, sage ich, Kaffee, nicht Kutsche. Ne? Sagt sie, möchten Sie einen kleinen braunen oder einen großen braunen? Ich sage, das geht Sie ja nichts an. Sagt sie, möchten Sie einen Schlagoberst? Nein, sage ich, wir sind in friedlicher Absicht hier. Aber ich denke, du musst ja jetzt auch so sprechen, sonst denkt die, du bist doof. Ne? So, wir hätten gern 2 Einspänner mit Schlagobers, einen großen und einen kleinen braunen. Da geht die in die Küche und sagt, 4 Kaffee für die Idioten aus Alsdorf. Es ist ja im Moment auch so, jetzt bis zum 4. haben die Friseure zu. Und das kennt ihr ja alle, wir sehen das uns auch alle an. Ne? Inzwischen wird dann immer gesagt, wie lang, wie viel Zentimeter ist dein Ansatz, ne? Wenn man färben will. Ich meine, bei mir nützt das nichts mehr mit Färben. Ich bin einfach jetzt weiß, ich lasse durchwachsen. Und das ist ja bei den Friseuren, meine ich immer, bei den Friseuren wird das schlechteste Deutsch gesprochen. Wenn du bei einer Friseur reinkommst, dann sagt die Friseurin, Friseuse darf man heute nicht mehr sagen, hatten Sie früher einen Pony? Sag ja, aber heute bin ich mit der Pferd hier. Denn die Frauen haben beim Friseur eine eigene Sprache. Ne? Wenn die sich unterhalten, die haben so eine Geheimsprache. Die sagen dann, hast du sie schon lang, kurz? Ja, ich hatte sie aber uns kurz, lang. Jetzt habe ich sie schon länger, kürzer. Ich lasse sie aber wieder wachsen, auf kurz oder lang. Und in unserer Sprache sagte man dann auch früher, ich mache sie mich selber. Ich drehe mir ein paar Röllchen in die Haare, das war vor allen Dingen samstags so. Samstags wurde gebadet und dann ging es auch um die Haare. Ich sehe das heute noch, meine Mutter drehte sich dann ein paar Röllchen in die Haare und kennt dann noch die Heimhauben. Die haben mit Metallständer und Plastikhaube von Krups. Schöner waren aber die Schlauchhauben von Vorwerk, ne? Vorwerk kennt ihr ja, die Firma heißt so, an Haustüren sah man so oft, Vorwerktoren aber selten. Ne, die klingelten dann und dann sagten die zu meiner Frau, darf ich Ihnen mal meinen Kobold zeigen? Da sagte meine Frau, ja klar, komm mal rein, ich hatte schon Angst, du wolltest mir eine Staubsauger andrehen. Und heute machen die den Thermomix, den kennt ihr ja auch. Ne? Ich war immer dagegen, weil der so teuer ist. Ich habe mir aber überreden lassen. Ich habe nämlich was ausprobiert, Eierlikör. Ich habe ein eigenes Rezept, 2 Flaschen Dornkart und 1 Ei. Meine Frau sagt, das ist mir zu stark. Ja, sag ich, da müssen wir das Ei rauslassen. Und dann ist das natürlich... Wenn die Haarflehe kam, meine Mutter hatte dann die Röllchen in der Haar, dann kam die Haube da drauf, dann wurde die auf 80 Grad hochgeglüht und so guckte die dann der blaue Bock. Das war so eine Sendung beim Apple, weil da hatten sich 300 Leute zusammen vorgenommen, Sodbrennen zu kriegen. Ne, Handkäse mit Musik und Apple, weil das müssen wir uns probieren. Ich habe das mal in Frankfurt probiert. Ich hatte schon Musik, da habe ich noch keine Handkäse gesehen. Und für die Männer war die Haarflehe einfacher früher. Die kämmten alles nach hinten mit einer Tube Fit, wenn ihr euch erinnern könnt. Oder Brisk, ne? Da stand drauf, Pomade war aber für den Kopf, ne? Außer wenn ein Plät hat, so war es für den Arsch, ne? Und dann gab es noch der siebte Sinn. Wir sind ja heute nur mit Autofahrer hier. Der siebte Sinn mit Autofahrertipps. Erst kam immer die schneidige Musik, ne? Ta 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 ta. Wenn es regnet, ist die Straße oft nass. Ta 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 ta. Wenn Sie nachts zur Arbeit fahren, ist es oft noch dunkel. Da fällt es schwer, rückwärts in eine Parktasche hineinzufahren. Manchen Frauen fällt es schon schwer, sich vorwärts in ihre Handtasche zurechtzufinden. Ta 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 ta. Einmal am Rhein. Alkoholisierte Fahrer nehmen Verkehrskontrollen oft nicht ernst. Haben sie was getrunken? Ja, meinst du, ich höre immer so?
Können Sie mal blasen? Leer, habe ich jetzt keine Lust für. Hör mal, ich habe eben einen Bekannten von dir gesehen, einen Kollegen, Red Bull. Soll ich dir mal was erzählen? Ich wollte gestern in der ich wollte den Wagen putzen lassen. Da sagt der Wasseranlagenkoordinator zu mir, möchten Sie eine Unterbodenwäsche? Da bist du bekloppt, meinst du, ich drehe für dich ein Auto rum. Und dann kamen so, das war so Ende der 70er Jahre, und dann kamen der 80er Jahre. Vorher war der Fußball total dominant und dann kam Tennis, wenn ihr euch noch erinnern könnt, Boris Becker und Steffi Graf. Das waren die neuen Stars damals im Tennis. Wir trugen noch damals zu allem Tennissocken. Ich weiß, auf meiner Abiturfeier, selbst zum Anzug trug man Tennissocken. Und heute kann man sich ja nicht mehr vorstellen, dass der Boris Becker auch mal Tennis gespielt hat. Der hat nachher die Sportart gewechselt, ne? Der hat breit gestreut, ne? Über alle Kindchen mit der Babsi und so weiter, der Noah Gabriel, ne? Und ausgerechnet bei Anna hat er gesagt, das Kind wäre nicht von ihm. Da haben alle gesagt, Boris, guck dir das Kind doch mal an. Rote Haare und ein dummes Gesicht, von wem soll das denn sein? Und da hat er gesagt, das wäre Samenraub gewesen, ne? Da haben noch einige gesagt, ja, das kann ja sein, Boris, aber das lässt man noch nicht überall rumstehen. Ne? Ja. Und auch Steffi Graf, ihr könnt euch noch erinnern, die Steffi Graf war ja immer so ein bisschen bieder. Hat man immer gesagt, ja, so typisch deutsches Mädchen, ruhig, bieder, zurückhaltend, aber die war fleißig und ehrgeizig. Und in wem hat die sich verliebt? In André Agassi. Wisst ihr noch, wie der in den 80er Jahren aussah, der Agassi? Ne, wie eine Punk, Tennispunk, ein Cap da drauf, dann hatte Band um die Haare, aus derselben Stoff hat ein Unterhose, ne? Und ausgerechnet in dem hat sich Steffi Graf verliebt. Das wäre heute so eine Verbindung wie zwischen Dieter Bohlen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Also hier in die Kramp-Karrenbauer, ich meine, ich habe nichts hier in die Frau, aber die wirkt immer so wie eine Frau, die hier in Hassenrad die Kirchenzeitung austrägt. Ne? Also da jeden hatte Merkel noch mehr Sexappeal. Ne? Wobei, das müssen wir auch sagen, wenn wir einen ernsten Satz zur Politik sagen dürfen. Wir haben ja viel über die Merkel geschimpft, aber jetzt in der Corona-Krise hat es aber gezeigt, dass sie eine Janze ist, oder? In der ganzen Corona-Krise, wenn es sich dann wirklich drauf ankommt, wenn unser Land auf der Kippe steht, da siehst du, was von der AfD zu halten ist. Da ist von denen nämlich keiner mehr zur Stelle. Ne? Von Amerika ganz zu schweigen, da müssen wir jetzt sonst extra hupen. Ne? Das wäre von Corona der beste Zweck. Am Ende ist der Trump dann weg, ne? Und das ist natürlich, man tut der Merkeler Unrecht. Sie hat eben nicht so die Ausstrahlung wie der Helmut Kohl. Sie trägt aber seine alten Anzüge auf. Und das war ja so Ende der 80er Jahre, sah ja für der Kohl ja nicht so gut aus. Er ist ja nachher durch die Wiedervereinigung dann wieder mehr nach oben gekommen, als Vater der Wiedervereinigung. Und in den 90er Jahren gab es dann in Deutschland das erste Mal Privatfernsehen, RTL, Sat.1 und so weiter. Und dann kamen auch die ersten Talkshows auf. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern, Arabella Kiesbauer, Türk, Christensen und so weiter. Und die hatten ja Themen unglaublich, ne? Schizophrenie bei Tieren, halbe Hähnchen berichten. Entsetzte Bäuerinnen erzählen, mein Schwein säuft wie mein Mann. Oder Erotik in der Zeichensetzung, kommt nach G-Punkt und Komma. Und das könnt's auch in der Schule könnt's auch in der Schule heute nicht mehr bringen. Ich habe jetzt ein Diktat versucht. Habe ich gesagt, als er wegging, Komma rief sie. Schrie der Erste rein, langsam, Alter, wie schreibt man Komma? Wir wissen ja noch nicht, ob es überhaupt möglich ist, dieses Jahr noch in Urlaub zu fahren.
Zu fliehen wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ob man überhaupt noch in Urlaub fahren kann. Wir wollen nicht alle hoffen, dass es sich langsam normalisiert. Aber wir müssen natürlich auch alle darauf achten, dass wir jetzt nicht zu flott vorgehen und anschließend den Vorsprung wieder verspielen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das kann man ja heute Abend auch mal betonen, man hat in der Zeit jetzt auch wieder erlebt, dass viel mehr Menschen miteinander sich gegenseitig helfen, als das sonst der Fall ist. Man wächst auch durch die Not zusammen, oder? Ich sage das jetzt einfach, hier vorne sitzt vor mir der Dr. Flossdorf. Das ist ein guter Freund von mir und wir sind jetzt die letzten Wochen in Altenheimen aufgetreten, also vor Altenheimen. Man darf ja nicht rein. Wir haben also versucht, den alten Leuten mit dem Trio Corona, so haben wir das genannt, Freude zu bereiten. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann sieht, wie die Leute sich freuen, nur wenn sie ein bisschen Abwechslung haben und das nochmal gerne gesagt, vor allen Dingen die Leute, die jetzt von Berufswegen helfen, aber auch alle ehrenamtlichen Helfer, die jetzt einkaufen helfen, zu den Leuten gehen und die Leute betrauen. Denen haben wir auch nochmal einen Beifall verdient heute Abend. Und früher war das ja so, das kennt ihr alle, wenn du früher mit dem Auto in Urlaub fuhrst, vor allen Dingen, ich nehme mal als Beispiel, der VW Käfer von Eschweiler nach Rimini. Ne? Da fuhrst du morgens um 4 Uhr in Eschweiler los und vorher wurden Brote geschmiert. Ne? Da kam dann ein Scheib Käse drauf, Gouda oder Limburger oder Harzer Roller. Der rollte von allein nach Rimini, ne? Dabei ein frisch gekochtes, noch warmes Ei und eine warme Frikadelle. Und dabei eine Banane. Und das kam dann alles in eine Tupperdose. Und damit fuhrst du um 4 Uhr nachts in Eschweiler los und öffnetest die Dose dann am nächsten Tag um 8 Uhr morgens am Inntal-Dreieck. Wenn du der Geruch empfandst, da kam keine Raststätte mit. Und es gab aber noch keine Medien, so wie gab höchstens Radio- oder Kassettenrekorder. Zur Unterhaltung fuhr die Oma mit. Die saß hinten zwischen den Kindern und musste die Kinder von Eschweiler bis Rimini unterhalten. Ne? Ich sehe was, was du nicht siehst. Anfangs war das lustig. Ne? Aber schon in München wurde es aggressiv. Und wenn du dann über die Grenze warst, ich sehe was, was du nicht siehst. Mutter, wenn du jetzt noch einmal singst, da kriegst du einen gebrettert, da siehst du nie mehr was. Oder man hatte den Kassettenrekorder und merkte dann auf der Autobahn, du hast nur die Weihnachtskassette von der Rolf Zukowski bei. Ne, wir standen im Brenner nachts um 3 Uhr, etwa 40 Grad. Neben uns standen Waren mit 4 verzweifelten, kopfschüttelnden, verständnislosen Stuttjachtern, weil wir im Brennertunnel dann voller Begeisterung sangen, in der Weihnachtsbäckerei. Das war ja heute für uns alle hier eine andere Veranstaltung, anders als man es sonst gewöhnt ist. Aber das kennt ihr ja, wenn man dann zu Hause reinkommt, sagt man, boah, es war gut, aber jetzt ist es doch gut. Erstens die Schuhe aus. Boah, was tut mir der Rücken weh von in das Auto sitzen. Setz mich erstens auf die Couch. Und dann sagt meine Frau, jetzt gucken wir noch einen schönen Film. Und dabei schläft sie dann ein. Wir haben zusammen schon 10-mal Titanic geguckt. Meine Frau ist jedes Mal vor dem Schiff untergegangen. Und wenn sie dann wach wird, sagt sie, wie ist es ausgegangen? Sei ganz anders als sonst. Die haben der Eisberg mitgenommen und damit in Weißweiler einen Eisdiele aufgemacht. Und dann sagt sie, komm, wir gehen schlafen, es ist ja doch nichts mehr drin. Und dann liegst du dann im Bett, schläfst du schon? Ja, schon 2 Stunden. Nee, ich kann nicht schlafen, ich hab noch was gegessen, das hab ich jetzt auf dem Magen liegen. Ich hab zu spät Kaffee getrunken. Wie spät war es denn? 5 Uhr, ich kann nur bis 4:45 Kaffee trinken.
da musst du die Uhr zurückstellen. Haben wir alles zu, sind die Rollläden runter. Ja, da geht uns gucken. Nee, ich hab Angst, dass mir einer mit der Hammer auf der Kopf hält. Geh du? Ja, ich muss sowieso mal Pipi. Du warst letzte Nacht dreimal Pipi machen. Ja, und wenn du nicht zählen würdest, könntest du besser schlafen. So, ich geh mal gucken. Da kommst du zurück, und ist alles zu, die Rollläden sind runter. Du warst eine halbe Stunde weg, um Pipi zu machen. Ach ja, Pipi wollte ich ja auch noch machen. Ich hab den Mülleimer rausgesetzt. So, jetzt leg dich da. Hör uns, warum hast du die Füße aus dem Bett hängen? Die sind so kalt. Ja, da tu sie da unter der Decke. Nee, ich will die kalten Dinger nicht im Bett haben. So, jetzt leg dich hin und dreh dich nicht immer. Sonst werde ich wach und hör auf, mit den Zähnen zu knirschen. Ach, die Zähne habe ich ja auch noch an. Die bringe ich aber noch weg. Ich bringe die Zähne weg und dann komme ich wieder. Josef, ja, nimm meine mit. Tu sie wohl bitte in zwei verschiedene Gläser. Ich war letztens mit deinen Zähnen im Aldi. Ich war mit deinen in der Apotheke. Die Apothekerin sagt, Herr Beckers, mit den Zähnen Ihrer Frau sehen Sie viel jünger aus. So, jetzt ist alles frei. Gute Nacht, gute Nacht. Ich liebe dich, das befürchte ich auch. Du machst mich immer noch wild, du mich auch. Knabber mich mal am Ohrläppchen. Ja, warte, da gehe ich die Zähne wiederholen. Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es war für uns alle ein neuartiger Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen annähernd so viel Spaß gemacht wie mir. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und Italien ist eines der schwerst gebeutelten Länder und darum lassen wir uns am Ende auch italienisch verabschieden. Ciao, ciao, ihr Leute, das Stück ist aus. Das war's für heute, kommt gut nach Haus. Hat's euch gefallen, dann sagt es allen. Ich sage danke für den Applaus. Dankeschön. Dankeschön, alles Gute, kommt gut nach Haus. Dankeschön. Ja, uns hat super gut gefallen. Was ganz anderes, neue Erfahrungen, das erste Mal im Autokino gewesen. Finde ich klasse, sollte öfter sein. Wenn es so bleibt, gerne, ja. Ist mal was anderes. Tschö. Anstrengend war es auch, aber es war ganz toll, die Leute zu sehen. Es war natürlich was komisch jetzt. Tschö.